Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode von Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Yay! Ja, hier sind wir jetzt also in einem zweiten Spielstand. Wir sehen, wir haben unseren Schlafanzug an. Scroll mal einmal unseren Schlafanzug, damit man das wunderschön betrachten kann. Mit Lichtschild. Geh mal mit der Kamera runter, man sieht doch gar nichts. Ja, man kann nicht weiter runter. An dem Punkt. Achso. Ja gut. Das ist also lang mit Masterschwert und Spiegelschild im Schlafanzug. Und rote Hose, das sieht so schön aus. Ja, wir haben hier eine komplettierte Mini-Nintendo-Galerie. Man sieht auch, dass der Typ hier vorne nicht steht. Denn der verschwindet einfach, nachdem man sämtliche Statuen abgegeben hat. Nachdem ihn die Muse das letzte Mal geküsst hat. Ja. Und auch der andere Typ, der sonst hier drin mit war, ist auch komplett weg. Ja. Kann man das Buch da vorne lesen, das da liegt? Ich glaube nicht, oder? Nö. Können wir anpressen. Gut. Dann pressen wir uns mal in den ersten Raum rüber. Wir können auch in diese Wand pressen, auch wunderschön. Ja. Ja, hier haben wir also das Wildgebiet. Wie gesagt, sämtliche Statuen sind fertig. Das heißt, wir haben jetzt zu jedem einzelnen Charakter des Spiels einen Text zu lesen. Ja. Da werden wir viel Spaß mit haben. Ja, also, fangen wir doch mal mit. Auf geht's, Makoros kriegt die Ehre. Makoros, Herkunft Tantopia, Charakter allzeit hilfsbereit. Ah ja. Witzig. Er spielt bei den Konzerten, die anlässlich der Zeremonie der Crocs alljährlich aufgeführt werden. Ich hätte Crocs jetzt mit K geschrieben, aber na gut. Sein Instrument mag ein wenig an ein Cello erinnern, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Violine. Wow. Das war eine wichtige Information über Makoros. Ja. Hat man noch gar keine Information darüber, dass er ein Weiser ist oder wird. Na, schauen wir uns mal den Weisen an. Fodo! Herkunft, der Wald der Kokiris. Charakter recht frech. Ah ja. Der Weise vom Volke der Kokiri, der seine Gebete im Zephyr-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Ach ja, im Übrigen, Leute, die man offenbar nicht fotografieren kann, wie zum Beispiel Ganondorf, kann man sich bei da vorne läuft übrigens der Typ rum. Ja. Kann man sich in legendären Fotos von dem Fotomeister jeden Tag kaufen. Ich glaube, kann man die nur nachts kaufen? Nur nachts, je nach Mondphase ein anderes Foto. Für irgendwie 50 Rubine oder das so. Das sind auch Schwarz-Weiß-Fotos, die er einem verkauft. Die kann man aber trotzdem hier abgeben und verarbeiten lassen. Ja. So, Erklärung. Dekobaum, Herkunft Tantopia, Terrahüter und Schutzgott Tantopias. Er lebt schon viele, viele Jahre und sein Wissensfundus ist daher beträchtlich. Allerdings dringen seine Wurzeln tief und er kann sich nicht bewegen. Er ist ja auch ein Baum! Ja! Was ihn oft übergriffen von Parasiten anheimfallen lässt. Es ist halt ein Baum. Warum soll der auch reden können? Warum soll der sich auch bewegen können? Warum soll der auch reden können? Red mal mit ihm kurz, wenn er schon gerade hier rumtaumelt. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Baum. Ja. Der verschwindet, wenn du zu hoch guckst. Ach, was sagst du? Hallo, Kollege. Figuren betrachten ist alles, was ich aus der Zeit zum Glücklichsein brauche. Was? Figuren betrachten ist alles, was ich auf der Welt zum Glücklichsein brauche. So. So, ja. Und guck dabei komisch. Nicht sehr viel Text in der Kerl. Ein Krog. Und zwar ist das Ulmus. Herkunft, Tantopia. Gehört zum Waldgeistervolk der Krogs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Krogs in die weite Welt hinaus und pflanzen die Saat des Dekobaums, um neue Wälder zu züchten. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel 5 Regionen im Westen und eine Region im Norden. Ah ja, so kann man auch die Krogs wiederfinden, wenn man sie denn mal im normalen Spiel suchen will. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Hier haben wir Painus. Ach, das ist doch der Alchemist. Herkunft Tantopia gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Er bleibt auf Tantopia zurück und braut Elixiere aus Früchten des Waldes. Sein Hauselixier entsteht aus Planta Grandasamen und regeneriert magische Energie. Ich sag dir, das sollte eine grüne garantiert sein. Es sollte garantiert nur ein grünes Elixier sein, das er einem geben kann. Ginsterkraut und Haselbusch. Husch! Das war random. Das ist sein Spruch, den er immer sagt, wenn er was braut. Trotzdem, das ist irgendwie komisch, wenn das dann nochmal steht. So, was bist du für ein komischer Kerl? Hier haben wir... Das ist Keltus. Oder Celtus, wie auch immer man es ausspricht. Herkunft Tantopia. Gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Crocs in die weite Welt hinaus und pflanzen die Saat des Dekobaums, um neue Wälder zu züchten. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel eine Region im Westen und drei Regionen im Norden. Selber Text über den Mandanus. Ja, waren sehr, sehr einfallsreich. Ja, sehr kreativ. So, hier haben wir lange Fresse. Betulus, Herkunft Tantopia, gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Crocs in die weite Welt hinaus und pflanzen die Saat des Dekobaums, um neue Wälder zu züchten. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel drei Regionen im Westen. Ist sogar recht nah dran. Ja. Na, mit der langen Fresse würde ich auch nicht weit fliegen wollen. Auch wieder wahr. Und das da ist Sorbus. Herkunft Tantopia gehört zum Waldgeistervolk der Crocs.
Nach der alljährigen Zeremonie auf der Topia, bla bla bla, Walder züchten. Der Zuständigkeit obliegt die Insel 4 Regionen im Westen, 4 Regionen im Norden. Naja. Und zu guter Letzt, naja, nicht ganz zu guter Letzt, aber hier haben wir Juklanus, was ein Name. Herkunft Antopia, gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Blub. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel eine Region im Westen und eine Region im Norden. Das ist auch sehr nah dran. Ja. Die Verwelt aus uns unterwegs. Ja. Und das hier ist... Sie sieht aus, als wäre der bekifft. Aber na gut. Das ist Tilius, Herkunft Antopia, gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Bla. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel 4 Regionen im Westen und 2 Regionen im Norden. Yay. Der nächste ist... Alnus. Herkunft Antopia gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Blub. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel eine Region im Osten. Der ist auch sehr nebenan. Ja. Und dann haben wir da noch... Quercus. So sieht er aus. Ja, Zatopia, Herkunft Zatopia gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Nach der Bla. Seiner Zuständigkeit obliegt die Insel 4 Regionen im Westen und 5 Regionen im Norden. Naja. Der hat etwas weiteren Weg. Und da... Ach ja, da ist Mr. Minitendo, den haben wir schon mal gelesen. Ja, aber machen wir es nochmal, oder? Ja. Wenn wir sowieso schon alle zeigen. Figurenmeister Minitendo, Herkunft unbekannt, Beruf Leiter der Minitendo-Galerie. Unbestritten der beste Figurenmeister der ganzen Welt, allerdings durfte ihm noch nie jemand beim Anfertigen seiner Figuren zusehen. Da er dies immer ganz nackt und wie vom Teufel besessen umhertanzen zu tun pflegt. Ja. So, der komische Typ, der durch die Ding Gegend hier läuft. Ist Money A.C. Money AC? So, ist das irgendwie eine Keine Referenz Ahnung. Auf irgendwas? Wer weiß. Herkunft, Portemonnaie, mag am liebsten Figuren. Für gewöhnlich trifft man ihn eigentlich nur in seinen vier Wänden an, aber seine Begeisterung für die Minitendo-Galerie hat ihn nun doch nach draußen getrieben. Und endlich, um endlich offizielles Mitglied zu werden, Punkt. Ich habe irgendwie erwartet, dass der Satz da weitergeht. Money ist übrigens sein Nachname und das A.C. steht für Augustus Commodus. A.C. Okay. Jetzt raus hier. Ja, jetzt raus hier. So, der nächste Raum. Ja, da werden wir noch sehr viel zu lesen haben. Das war nämlich einer der kleineren Räume. Ja. Portemonnaie wird schlimm. Portemonnaie wird schlimm. Sehr schlimm. Ja. So, hier haben wir scheinbar das Piratenabteil. Wahrscheinlich so Gegnerpiratenartig. Man wird sehen. Was finden wir hier drin für Figürchen? Ja. Drakonier. Ja, so Drakonier-Figuren. Ja. Da haben wir Fringil, Herkunft Draconia. Er macht sich jede Menge Sorgen um Draconia. Die Götter und die Welt arbeiten. Hat ihn zum Beispiel aber noch nie jemand... Achso, arbeiten hat ihn aber zum Beispiel noch nie jemand gesehen. Wer ist denn das? Ist das einer von den Typen, der da mal rumsteht? Einer von den Typen, die da einfach rumstehen. Ah ja. Okay. Interessant. Ja. Anas, Herkunft Draconia, Charakter sanftmütig. Ah ja. Irgendwie scheint er immer sehr beschäftigt zu sein. Das ist der Typ, der immer so beschäftigt durch die Gegend läuft, ja. Ja. Und da haben zwei auf wir zwei die, zum, sei, die Wächter. Zu einem Preis. Sket und Gackt. Was ist das denn bitte für ein Name? Gackt. Gackt. Herkunft Draconia, Beruf Leibgarde des Stammesführers. Sie sind unbestritten die fähigsten Kämpfer aller Orni und somit präsentiert für die Leibgarde des Stammesführers, die wir niemals außerhalb des... Draconia-Gebietes gesehen haben. Der Stammesführer selbst hat sich rausbewegt, aber die beiden nicht. Ja. Dass die beiden gern und oft einer Meinung sind, geht wohl darauf zurück, dass sie sich schon von Kindheit an kennen. Das heißt nicht, dass sie sich, dass sie dieselbe Meinung haben, aber egal. Sagen. Naja, was soll's. Weiter geht's. Ah. Ja. Kartartes. Okay, Herkunft Draconia, Beruf Postsortieren. Er ist Postbeamter in der dritten Generation und auch davor schon sollen seine Ur-Urahnen ganz der Post verschrieben gewesen sein. Ah ja. Okay. Als nächstes haben wir hier... Ach, den Nachkommen. Beiz! Herkunft, was? Charakter sehr ernst. Er ist ernst und arbeitet gewissenhaft. Aber er liebt auch seine Mutter sehr und bekommt schnell Heimweh, wenn ihm alles ein wenig über den Kopf wächst. D und W ist sein großes Vorbild. D und W ist unser schöner Name in diesem Spiel. Ja, so, normalerweise würde, sonst würde da jetzt lang stehen. Ist ja. Ein großes Vorbild. So. Und das hier ist wieder eine der komischen Waffen. Das ist Gyps. Ja.
Passend. Okay, Herkunft Draconia. Ist besorgt, seiner Freundin nicht genug zu bieten. Ja. Er mag einen oberflächlichen Eindruck machen, verehrt in Wirklichkeit aber seine Freundin und ist ein guter, echter Freund, wie man ihn sich nur wünschen kann. Deswegen tut er auch überhaupt nichts für uns, außer Goldfedern abkassieren. Ja. Der Postbote! Der Postbote. Postbote Lars Ciel, Herkunft Draconia, Charakter pflichtbewusst und leidenschaftlich. Er ist sehr charakterstark und bei seinen Volksgenossen geachtet. Auch der Stammesführer vertraut auf seinen Rat. Das ist ja auch der Postbote. In der Tat. Und da haben wir Valoo. Der mir irgendwie einen sehr komischen Gesichtsausdruck hat. In der Tat. Valoo, Herkunft Draconia, Hüter des Himmels. Er lebt schon seit langer Zeit auf Draconia und beschützt das Volk der Orni. Er spricht nur Hyrulisch und außer seiner Maid Medolie, Medoli, wie auch immer, kann ihn bei den Orni niemand verstehen. Müsste das nicht Hyrulianisch heißen? Ah ja, das ist natürlich, wenn man den zweiten Spielstand anfängt, ist das auch anders. Man kann Hyrulianisch lesen. Ja, das stimmt. Beim zweiten Mal durchspielen. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht erwähnt. Aber das haben wir früher irgendwann mal gesagt. Ja. Ja, die beiden Götter. Zephos und Zyklos, Herkunft Draconia. Zwei Götterbrüder, die über den Wind herrschen. Zwei leicht zu begeisternde Götterbrüder, in der Tat, ja. Denen Lang das Lied des Windes und den Kanon des Sturms verdankt. Ja. So, der nächste ist Gura, wie auch immer. Herkunft Draconia, Beruf Postbote, zuständig für Portemonnaie. Ah ja. Wenn alles glatt läuft, ist er die Ruhe in Person. Gibt es jedoch Probleme, verliert er schnell die Geduld und vergreift sich auch schon mal ziemlich im Ton. Also mit anderen Worten, er ist nicht die Ruhe in Person, weil er sofort aufbrausen wird, wenn was passiert. Ja. Ach ja, das war der Typ, den wir in die Bar verfolgen mussten. Ja. Außerdem hat er ein erschreckend schlechtes Personengedächtnis. Das ist nicht gut für den Postboten. Für den Postboten ist das schlecht, ja. Und da haben wir verwirrten Kerl Nummer 2. Pika, Herkunft Draconia, Charakter stets besorgt. Eigentlich gibt es nichts Besonderes über ihn zu sagen. Das ist traurig. Das ist irgendwie eine sehr traurige Inschrift zu diesem Typen. Ja, noch mehr Wächter. Ja. Mikronis und Akipit. Was? Okay, Herkunft Draconia, Beruf Wachmänner. Sie sind todernst und somit die idealen Wachmänner. Wenn man sie anspricht, plaudern sie offenherzig über dies und das, was sich auf Draconia so zuträgt. Ja. Okay. In der Tat, sehr interessant. Und das hier ist Orville, Herkunft Portemonnaie, Hobby verkleiden. Der ältere von zwei eigenwilligen Brüdern, deren Bewunderung für das Volk der Orni sogar so weit geht, dass sie den sogenannten Vogelmann-Wettstreit ins Leben gerufen haben, in dem nur sie beide teilnehmen. Und wir. Ja. Und wir haben gewonnen. Ja, das ist der andere gegen Bruder. Gegen die beiden Vögel. Das ist Willibur. Sie haben aber alle Namen. Ja. Herkunft Portemonnaie, Hobby verkleiden. Die jüngere von zwei eigenwilligen Brüdern, die beide gewöhnliche Arbeiter in Portemonnaie waren. Bevor ihre Liebe für den Himmel sie in Orni-Verkleidung schlüpfen ließ. Okay. Nette Verkleidung auf jeden Fall. So, dann haben wir noch die vier anderen, die in der Mitte stehen. Ach Gott. Medolie, Melody, was auch immer. Herkunft Draconia, Charakter treu und aufopferungsvoll. Ah ja. Als Maid des großen Valoo ist sie immer mit ganzem Eifer bei der Sache, hat aber auch eine leicht tollpatschige Seite an sich. Und kann ihr Instrument nicht spielen. Tihi. Ihr größter Schatz ist die Harfe auf ihrem Rücken, die sie stets auf ihrem Rücken trägt und auf dieser Figur nicht auf ihrem Rücken hat, sondern in der Hand. Ja. Sehr unpassend. Sehr unpassend. So, links haben wir den Zora-Weisen. Lard, Herkunft Dorf der Zora. Hä? Die Weise vom Volke der Zora, die ihre Gebete im Terra-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Das ist nicht rot geschrieben. Das ist aber Frevel, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen, nicht rot zu schreiben. Oder Emo-Junge. Emo-Junge und Doppel-Emo-Junge mit Flügeln. Komori, Herkunft Draconia. Seine Großmutter war alles für ihn. Anfangs war er ohne Selbstvertrauen und sehr in sich gekehrt. Dank D und W aber fasste er Mut und wuchs zu einem bemerkenswerten jungen Emo heran. Ja, vor allem letzteres. Ja. Und da haben wir noch den Stammesführer höchstpersönlich. Den ich auch ansprechen möchte. Ja, der Stammesführer hat keinen Namen, scheinbar. Ja, das ist der Stammesführer. Der heißt mit Vornamen der und mit Nachnamen Stammesführer. Herkunft Draconia, Oberhaupt des Volkes der Orni.
Er ist ein gütiger und geachteter Anführer. Aufgrund seiner Position gibt er sich seinem Sohn gegenüber etwas distanziert. Deshalb ist er auch ein Emo geworden. So distanziert, dass er ihm Briefe schreibt, anstatt ihm was zu sagen. Ja, und die Briefe dann erst Midoriya gibt, die dann uns gegeben hat, damit dann der Brief an seinen Sohn gegeben werden kann. Das ist nicht etwas distanziert, das ist sehr distanziert. Aber na gut. Im Inneren seines Herzens aber sorgt auch er sich wie jeder andere Vater. Ich habe den Satz ein bisschen umgebaut. Was auch immer. So, das war also der Raum der Orni. Und Orni, verkleidete Menschen und andere Postertiere. Ja, das ist merkwürdig. Ja. So, im nächsten Raum haben wir... Ja, offenbar Dungeon-Gebiete. Da können wir ein bisschen was über Gegner erfahren, wie es aussieht. Hier haben wir, ja, Massen und Massen von Gegnern. Und wir fangen direkt mit welchen der grauenhaftesten überhaupt an. Ja. Todesgrabscher, Heimat, die verwunschene Bastion. Charakter fühlt sich ziemlich einsam. Oh, ich habe so viel Mitleid. Verdammter Creeper. Ja. Es packt dich am Kragen und eine Weile darauf befindet man sich plötzlich in einem ganz anderen Raum. Manchmal greift es sich auch eine Vase oder ähnliches und bewirft dich damit. Frechheit. Ja, allerdings Frechheit. Und da haben wir die mistigen Viecher. Monopendra. Heimat, das Draco-Sanktuarium. Er hasst Wasser. Er hat einen besonders starken Außenpanzer, der selbst gegen Magma völlig resistent ist. Nur das Auge ist ungeschützt. Hat er sich zusammengerollt, kann man ihn mit sich herumtragen. Ein sehr nützlicher Gegner. Ja. Den wir öfter mal für Schalter brauchten. Ja. Und da haben wir Flederbeißer und Feuerflatterer. Heimat das Draco-Sanktuarium. Sie hassen Schuss- und Bogenwaffen. Und Boomerang-Waffen. Ja. Eine Fledermaus-Abart, die gerne aus der Dunkelheit heraus angreift, als Feuerfledermaus dabei allerdings sehr auffällig ist. Ja. Die Feuerflatterer, die gerne aus Magma-Löchern hervorgeschossen kommen, sind besonders gefährlich. Ja, die waren... Super, mega, fies, gefährlich. Ja. Ja. Yay, Bockblins! Bockblins, wuhu! Bockblin, Heimat, die verwunschene Bastion, Beute, Glücksamulett. Eine Tinkelbombe wäre sicher auch lustig. Das auch. Sein scharfes Haubenmesser ist ihm genauso recht wie eine klobige Keule. Hauptsache, dieser kleine Teufel kann seinem Gegner viel Schaden zufügen. Und auch ohne Waffe schreckt er nicht vor einem Angriff zurück. Wahrlich, die Durchtriebenheit in Person. Und müde wie Sau. Ja, die Durchtriebenheit in Person, auf jeden Fall. Bockblins. Ja, kein Kommentar. Ja. Roter Tod und Blauer Tod, Heimat der Turm der Götter. Der stärkere von beiden, Blauer Tod. Der dämonische Flammenkreis des blauen Todes macht alle Attacken kurzzeitig unwirksam. Mit einem Dekublatt aber kann man ihm seine feurigen Schrecken nehmen. Okay. Interessant. Allerdings. Direkt dahinter haben wir Plantagrandas! Heimat der verbotene Hain, Beute Plantagrandasamen. Sie bedient sich der Mimese als Plantahumper, um nichts Böses ahnende Wanderer anzufallen und zu verschlingen. Mit starken Angriffen, wie beispielsweise einem Sprungangriff, lässt sich ihr Stiel freilegen. Und so macht man sie für den Gnadenstoß verwundbar. Oder man schmeißt einen Bumerang auf sie. Ja, dann sind sie sofort erledigt. So, und da haben wir Ratten. Heimat, die verwunschene Bastion. Leibfressen Universalfutter. Sie kommen meist aus dem Nichts angewuselt und stibitzt einem frech ein paar Rubine. Ihre Unterspezies, die Krabbelratte, ist gar noch tückischer. Trägt sie in ihren geschickten Pfoten doch noch eine Bombe mit sich. Ja. In der Tat interessant. Das heißt wohl, als wir versucht haben, die zu füttern, waren es gerade Krabbelratten. Die konnte man dann einfach nicht füttern. Mini-Blins! Petiblins. Petiblins. Ich finde Mini-Blins besser. Ja. Heimat verwunschene Bastion. Bevorzugte Angriffsvariante all auf einen. Dieser kleine Teufel bewegt sich wieselflink und kommt meist mit einer kleinen Heerschar angewuselt. Am besten bekämpft man sich einzeln, bevor sie einen umzingeln. Klingt sinnvoll. Ja, machen dabei. Nee. Schleim in tausend Formen und Farben. Schleim, Heimat überall. Allerdings. Beute Schleimgelee. Ja, außer man ist gelb oder lila. Ja. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und jede Unterspezies hat ihre eigenen Besonderheiten. Allgemein gilt aber wohl, dass ihnen mit Schuss- und Bogenwaffen am besten beizukommen ist. Oder Tingelbomben. Oder Tingelbomben, genau. Ach ja, die guten alten. Die Kilaranas. Heimat, der verbotene Heim. Spezialangriff Wirbelschlag.
mysteriöse Lebensform, die sich mit propellerartigen Blättern durch die Luft bewegt. Man kann sie durch geschickten Einsatz des Dekublattes oder durch Schuss und Bogenwaffen zu Fall bringen. Ah ja. Okay, und direkt dahinter die anderen weitere fliegenden Gegner. Gargorax, fliegende Schafe, Heimat das Draco-Sanktuarium, Beute Goldfeder. Ein lästiger Geselle, der manchmal auch Bockblins und Moblins anschleppt. Mit dem Greifhaken kann man ihn seiner Goldfeder berauben. In der Tat, ja, das kann mit man, den aber es ist schwierig. Bockblins und Moblins dran schleppen, haben die, glaube ich, nur in der Zwischensequenz gemacht. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass sie das sonst mal gemacht haben, aber na gut. Ein Killeronos, Heimat die See, hast Schuss- und Bogenwaffen und Zingelbomben. Fliegendes Fischungetüm. Das sollen Fische sein? Okay, Fischungetüm, das ausschließlich auf See lebt. Um nicht von ihm von Bord des Bootes gerammt zu werden, empfiehlt sich ein Angriff aus der Entfernung mit Pfeil und Bogen. Oder eine Tingelbombe. Ja. Und gleich daneben... Octorox, Heimat Tantopia, die See. Hat noch in keinem Teil gefehlt, Ausrufezeichen. Ah ja. Wenn man sich ihm nähert, taucht er nicht selten gerne ab. Doch wenn man die Brocken, die er einem entgegenspeit, mit Schwert oder Schild zurückschlägt, hat man ihn leicht besiegt. Ich find's gut, dass er sagt, wenn man sich ihm nähert, dann taucht er unter. Und währenddessen haben wir direkt neben einem davon einen Schatz gehoben. Ich erinnere mich. Ja. Jorks! Heimat, die See, er hasst Schuss und Bogenwaffen und Tingelbomben. Ein wahrer Attentäter des Meeres, der überall auf See anzutreffen ist. Ja, so auf 4 Inseln oder so. So viele sind es noch wieder nicht. Ja. Nicht von ihm von Bord des Bootes gerannt zu werden, empfiehlt sich ein Angriff aus der Entfernung mit Pfeil oder Bomben. Interessant. Und da haben wir die kleinen Amos. Amos, Heimat der Turm der Götter, wirksam Pfeil und Bogen und auf seinen Rücken schlagen. Eine kleine Steinstatue, die sich wie ferngesteuert auf ihre Opfer stürzt. Schießt man ihr einen Pfeil ins Auge, kommt sie zum Stillstand. Dies sollte man dann dazu nutzen, ihr von hinten einen Schlag auf den Kristall auf ihrem Rücken zu verpassen. Yay. Interessant. Und die Amos Ritter. Amos Ritter, Herr Heimat, der Turm der Götter, wirksame Waffe Bomben. Eine Mecha-Statue, die zur Abwehr von Eindringlingen gebaut wurde. Um sie außer Gefecht zu setzen, muss man eine Bombe in ihren Rachen versenken. Eine Mecha-Statue, ah ja. Ah, guck mal, welche von unseren Lieblingsgegnern? Kletuas, Heimat der verbotene Hain. Es hast Deku-Blätter. Ach ja. Dieses stachelige Gräuel greift immer in Heerscharen an und hängt sich an seine Opfer wie eine Kletua. Mit einem Drehschlag kann man sich ihre aber entledigen. Auch sind sie leicht genug, um mit einem Dekoblatt von dannen gewirbelt zu werden. Ah ja. Von dannen gewirbelt zu werden, ah ja. Und Geister. Geister! Irrlicht! Heimat, der Terra-Tempel. Spezialangriff, Klammern. Ah ja. Da es sich um eine paraphysische Erscheinung handelt, sind alle physischen Attacken wirkungslos. Außer sie werden sichtbar. Ja. Doch wirft man mit dem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl darauf, materialisiert es sich. Eier. Eier. Das wussten wir ja noch gar nicht. Und die letzte in diesem Raum. Keimat, der Terra-Tempel. Er hasst den Spiegelschild. Nein, eigentlich eher das Licht, das er mit dem Spiegel im Spiegelschild reflektieren. Egal. Ein Untoter, der tief im Innersten der Erde beheimatet ist. Sein eiskalter Blick lässt seine Opfer hilflos vor Angst erstarren. Gelingt es dir jedoch, ihn abzuschütteln, kannst du ihn von hinten angreifen. Gemein. Ja, gemein halt. Wer greift den Feinde von hinten an? Ehrlich. Das ist ja feige. Jo, soviel zu diesem Raum. Jo. Und ja, ne, wie viele Räume liegen denn noch vor uns, die wir noch erkunden müssen? Eins, zwei, drei, vier. Wie viele haben wir? Eins, zwei, drei. Drei, dann geh doch in den nächsten Raum rein. Dann lesen wir da noch ein paar drin. Ist ja nicht schlimm, ist ja sowieso eine Bonus-Episode hier, kann auch ein bisschen länger sein. Ja. So, hier drin haben wir also die verwunschenen Bastionssammlungen. Also die ganzen Ritter und Bosse und was nicht alles. Ja. Schattengarde. Der Turm der Götter, Beute Ritterwappen. Seine Ritterrüstung ist absolut undurchdringlich. Außer das Lichtpfeile. Ja. Außer dann. Als einzige Chance bleibt nur, ihm hinten seine Schnalle abzuschlagen und ihn so seiner Panzerung zu berauben. Warum auch immer die das da hinten nicht einfach auch panzern. Egal. Und als nächstes haben wir hier die Finstergarde, Heimat der Terra-Tempel, Beute Ritterwappe. Ja, der hat zwei Hörner dran, deshalb ist er schon besser als der davor. In der Tat.
Ein Ritter, der komplett durch sein Rundschild und seine Rüstung geschützt wird. Findet man jedoch eine Gelegenheit, seinen Spezialangriff zu landen, verliert er seinen Helm und damit ist sein Ende besiegelt. Ja, dann kann er sich nicht mehr wehren. Kann einfach mit dem Bumerang zu Tode stunnen. Ah ja, und der große Letzte. Die Nimbus-Garde. Heimat, das Schloss von Hyrule, beute Ritterwappen, weil man die dann auch noch braucht. Der Kommandant aller Gardisten, trägt er einen Mantel, kommt man nicht an seine Rüstungsstalle heran. Verdammt stabiler Mantel. Also muss man diesen erst abschlagen oder verbrennen. Ja, man kann mit Feuerpfeilen auf den Cape hinten schießen, aber so nützlich ist es nicht. In der Tat. Und ach, Stalfos. Die guten alten Stalfos. Ja. Heimat der Terra-Tempel. Schwachpunkt Schädel. Ein untoter Soldat, der einen gigantischen Streitkolben schwingt. Solange man nicht seinen Schädel zerschlägt, setzt sich sein Skelett immer und immer wieder zusammen. Ja. Ah ja. Ach ja. Und der große letzte Boss, naja, fast. Es ist. Weiter ja, brauchst du, wie heißt er? Kurganon! Kurganon? Was ist das denn für ein Name? Heimat Ganons Kastell. Wirksame Waffe, Lichtpfeile. Ja, in der Tat. Diese monströse Marionette ist Ganondorfs Lakai. Insgesamt macht sie 3 Verwandlungsstufen durch, doch allen ist mit den Lichtpfeilen beizukommen. Nicht wer wie wild um sich schießt, wird siegreich sein, sondern wer mit Bedacht eine günstige Stelle für seine Attacken sucht. Wer wie was? Der, die, das. Genau. Und hier haben wir Bannsiegelwächter Mordogaira. Den Namen haben wir noch gar nicht gewusst. Nee. Heimat der Zephyr-Tempel. Wirksame Waffe, Enterhaken. Er kann im Sand schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Zieht man mit dem Enterhaken seine Zunge zu sich, seine einzige Schwachstelle, eröffnet sich eine Attacke-Möglichkeit. Attacke! Was ist das denn für ein Wort? Eine Attacke-Möglichkeit. Ich finde es schön, dass die beiden Kleinen auch noch mit dabei sind. Ja, hat man nett gemacht. Ja, niedlich. Und Boss Nummer 2 ist Quatoxuma. Schöner Name. Ja. Heimat der verbotene Haien. Leibfressen Makos. Das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Eine dämonische Riesenschmarotzerpflanze, die im verbotenen Hain heimisch ist. Ihre wabbeligen Tentakel sollte man mit dem Boomerang durchtrennen, um ihr empfindliches Inneres freizulegen. Naja. Und dann haben wir hier noch den ersten Boss, Goma. Heimat, das Draco-Sanktuarium. Wirksame Waffe, Greifhaken. Riesiges Schalenuntier, das in der Magma lebt. Solange nicht von oben ein massiver Felsbrocken oder etwas ähnliches auf ihn fällt wie ein Drache, ist die Schale nicht zu knacken. Ja. Interessant. Da sieht man auch mal das untere Ende von Goma. Ja, hübsch. Ja. Konnte man ja sonst im Kampf nicht betrachten. Und der Octolus, Heimat, die See, wirksame Waffe, Schuss- und Bogenwaffen. Ein legendärer Riesenkrake, von dem es im ganzen Meer nur 6 Exemplare geben soll. Nähert sich ihm ein Schiff, zieht er es in einen tödlichen Strudel hinein. Oh nein. Um einem Wassergrab zu entkommen, sollte man mit einer Schuss- oder Bogenwaffe alle seine Augen ausschießen, bevor man in den Strudel untergeht. Klingt nach einer guten Idee. Ja. Haben wir aber schon ein paar Mal gemacht. Und da haben wir die fliegenden. Ach nee, sind beide. Hier haben wir Motulas in fliegender und normaler Form. Heimat der verbotenen Haien. Wirksame Waffen, Dekublatt oder Schuss- oder Bogenwaffen. Oder Feuerpfeile. Ja, die sind sogar sofort tödlich. Ja. Eine riesige Motte, die ekelhaften Flugstaub verstreut. Reißt man ihr mit einer Schuss- oder Bogenwaffe die Flügel ab, ist sie aber noch nicht besiegt. Dann kommt sie nämlich eilig angelaufen und hetzt ihre Larven auf dich, auch bekannt als Kletuas. Kletuas! Und der nächste Gegner ist Pyromagus, Heimat der Zephyr-Tempel. Magie, Feuer und Beschwörung. Ach, das sind nur Pyromagus. Nur der Boss ist ein Pyromagus. Ein hoher Magier, dessen Fertigkeiten in Beschwörungsmagie meisterlich sind. Der einzige der Pyromagi, der auch andere Pyromagi beschwören kann. Also heißen ja dann auch Pyromagus, nur das ist ein besonderer Pyromagus. Interessant. Ja. Das sehen wir jetzt bei dem nächsten, ganz sicher. Und es sind Pyromagus, okay. Heimat der Turm der Götter, Magie, Feuer und Beschwörung. Warum hat man die nicht alle 3 zusammengefasst, egal. Ein Magier, der außerordentlich auf den Gebieten Feuer- und Beschwörungsmagie bewandert ist. Er ahnt den nächsten Schritt seines Gegners voraus und teleportiert sich dementsprechend. Sobald er sich materialisiert hat, sollte man angreifen. Ja, die sind so clever. Ja, die sind so clever, das ist schon wieder dämlich. Ja. Und, ach, der große, böse Boss des Quatoxuma?
Moment. Hä? Hieß die Pflanze nicht gerade auch noch Quartoxhuma? Das hat mich sowieso eben gewundert. Was? Yay, Fehler! Das hat mich sowieso gerade verwirrt. Ich wusste, die heißt anders. Ja. Gut, Quartoxhuma. Der Quartoxhuma. Turm der Götter. Wirksame Waffe, Pfeil und Bogen. Mechanischer Gegner, den die Götter als Prüfung für den Helden bereitgestellt haben. Zuerst sollte man mit Pfeil und Bogen die Zentren seiner Hände angreifen und danach den Mittelpunkt seines Gesichts. Oder Augen. So kann man ihn zu Fall bringen. Geht er zu Boden, muss eine Bombe in sein Inneres geworfen werden, um ihn zu zerstören. Seine Nase ist übrigens mit Pfeilen vollgestopft. Ja, die Pflanze hieß übrigens Carnifora, das hatten wir schon mal erwähnt. Ja, und nicht Quartoxhuma. Yay, Fehler in der Übersetzung. Merkwürdig. Ja. Und da haben wir erstmal Moblins. Ein Mistschwein. Ein Moblin. Heimat die verwunschene Bastion, Beute Totenkopfkette. Er ist ein sehr starker Gegner, der spielend mit seinem langen Speer umzugehen weiß. Mit diesem Angriff hat er Lang unzählige Male auf dessen vier Buchstaben geschickt. Naja, unzählige Male. Ja, also so stark waren sie dann auch wieder nicht. Nee. Und unser lustiger Zwischenboss. Phantom Ganon, Heimat, die verwunschene Bastion, wirksame Waffe, Lichtpfeile und Masterschwert. Eine von Ganondorf selbst erzeugte Illusion von sich selbst. Am besten schleudert man seine magischen Bälle mit dem Schwert oder der Flasche zurück und bewirkt so einen Gegenschlag. Man kann seine Bälle aber auch mit einer leeren Flasche zurückschlagen. Ja, das hat man sogar absichtlich, das hat man definitiv also absichtlich eingebaut. Ja, das war früher vielleicht mal ein Fehler, aber hier hat man es dann doch definitiv absichtlich gemacht. Ist auch so nett. Und da haben wir den Vogelgegner, den der Maskenkönig. Heimat die verwunschene Bastion, Herr Ganondorf. Ein riesiger Vogel mit einer eisernen Maske. Zerschlägt man diese mit dem Stahlhammer, legt man damit seinen Schnabel frei, seine einzige Schwachstelle. Ja, dann lesen wir erstmal noch Fetti hier vor. Bevor Ganondorf kommt, Bannsiegelwächter Jalhalla. Heimat der Terra-Tempel, Untergebene die Irrlichter. Jalhalla, eigentlich besteht er aus den Irrlichtern. Ja. Der Herrscher über alle Irrlichter. Wirft man mit dem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl auf ihn, geht er zu Boden und man kann ihn packen und werfen. Ja. Man hat gar nicht erwähnt, dass er aus ganz vielen Irrlichtern besteht. Ja. Und der große böse Boss, es ist Ganondorf höchstpersönlich. Ganondorf, Stützpunkt Ganons Kastell, wirksame Waffe, Lichtpfeile und das Masterschwert. Er ist der Erbe des Triforce der Kraft und Befehlshaber über Horden von Monstern und Ungetümen. Selbst für den heldenhaften Lang ist es aussichtslos, sich ihm ganz alleine zu stellen. Wenn man mir meinen Bogen wiedergegeben hätte, hätte ich das auch alleine machen geschafft, können. Ja. Er wird auf jeden Fall einen Partner brauchen, um diesen Kampf zu überstehen. Ein Partner, der Lichtpfeil auf uns schießt, ja. Ja. Ja, ne? Soviel dann erstmal, würde ich sagen, zum ersten Part der Minitendo-Galerie. Also beim nächsten Mal lesen wir dann den Rest der Galerie. Bis dahin, ciao. Aloha.